Also sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende und vor allem lieber Clemens Setz, ich begrüße Sie recht herzlich zusammen mit meiner Kollegin Frau Professor Lange zu dieser Lesung. Wir haben Sie eingeladen, weil Sie ein Buch geschrieben haben über Plansprachen, was uns als Linguistinnen und Linguisten brennend interessiert. Und wir freuen uns außerordentlich, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute mit uns über dieses Thema ins Gespräch zu kommen. Ich möchte dem Publikum, unter dem auch sehr viele Studierende sind, den Autor kurz vorstellen, Clemens Setz, geboren 1982 in Graz. Er lebt heute noch dort. Herr Setz hat auch mal Germanistik studiert und Mathematik auf Lehramt, dieses Studium allerdings nicht zu Ende geführt, aber zumindest ist das doch ein verbindendes Element zwischen Ihnen und den allermeisten, die jetzt hier im virtuellen Raum mit uns zusammensitzen. Clemens Setz schreibt Gedichte, Erzählungen, Theaterstücke, vor allem aber Romane. Und außerdem ist er als Übersetzer tätig, wie wir ja auch an dem Buch Die Bienen und das Unsichtbare sehen können. Herr Setz wurde vielfach ausgezeichnet. Von den vielen, vielen Preisen, die er bekommen hat, möchte ich nur drei nennen. Der Literaturpreis der Stadt Bremen, der Wilhelm-Raabe-Literaturpreis und zuletzt der sehr renommierte Kleist-Preis. Ich selber bin kein Literaturwissenschaftler und kann deswegen zur eigentlichen literarischen Einordnung relativ wenig sagen, kann aber doch vielleicht einiges hier kurz ansprechen. Es sind verstörende und auch verstörte Gestalten, die seine Texte bevölkern. In seinen Texten werden auch stets die Grenzen von Fiktionalität und Faktualität porös. Man weiß nie so richtig, was davon ist eine faktuelle Behauptung, was ist fiktional, und das macht es ausgesprochen reizvoll. Und auch sein Buch Die Bienen und das Unsichtbare, das er gerade im Vorgespräch als Sachbuch angekündigt hat, ist viel mehr als einfach nur ein Sachbuch. Es ist irgendwo angesiedelt zwischen Essay, philosophischer Reflexion, zwischen Tagebuch und auch Roman. Ich sehe tatsächlich sehr viel Romanhaftes in diesem Buch. Das soll es schon zur Vorstellung gewesen sein. Ich möchte überleiten zu Ihrem Buch, Herr Setz, mit einer ganz persönlichen Leseerfahrung. Also ich bin da ganz unbedarft rangegangen. Mein ehemaliger Kollege Michael Svitek, der heute auch hier ist, hat mir das Buch empfohlen, hat gesagt, da geht es um Plansprachen. Simon, das musst du unbedingt lesen. Das müssen wir als Linguisten unbedingt lesen. Das habe ich getan. Und ich habe dann erstmals so auf Seite 200 mal angefangen, mal auf Wikipedia und so, wie man es halt so macht, mal nachzurecherchieren. Und der Effekt war, dass ich dann fast enttäuscht war, auf eine Art zu merken, dass es alles wahr ist, was in dem Buch steht. Weil ich das auch in vielerlei Hinsicht wie eine wunderbare, ausladende Fiktion gelesen habe. Sowas wie die Geschichte von Charles Bliss zum Beispiel, mit seiner Sprache, die er erfindet, die dann woanders benutzt wird, was ihn auf die Palme treibt und viele andere Dinge. Darum meine Frage, wie schaut es aus mit dem dokumentarischen Anspruch und wie viel Fiktion und Roman steckt doch in diesem Buch? Also rein technisch gesehen steckt im letzten Teil schon Romanartiges, obwohl es immer gekennzeichnet ist. Ich sage immer dann sowas wie, im Folgenden stelle ich mir vor, oder so ungefähr muss das abgelaufen sein in dieser romanhaften Rekonstruktion der Szenen. Das ist, weil es einfach, da ist es wirklich ein biografischer, letzter, so 100 Seiten langer Teil über eine Figur, über die man teilweise viel weiß und teilweise nicht. Das heißt, die Teile, die man nicht weiß, habe ich dann so versucht, ein bisschen mir zu imaginieren anhand von Recherche einfach. Und das hat sicher erzählerische oder ja, so Porträt, biografisches Porträt ist das, ja, mit Imagination, aber immer gekennzeichnet einigermaßen, wie das zu sehen ist und mit vielen Fußnoten auch. Und sonst ist es wahrscheinlich ein Essay, denke ich. Es gibt essayistische Romane, es gibt, aber die Form, also das Wort Essay ist zumindest in der nicht zugespitzt, jetzt übergenau und abgetrennt. Also wenn man es etwas
wie der Begriff es auch einlädt, ein bisschen schwammig verwendet, passt das eigentlich ganz gut. Also ein Versuch über etwas, eine Meditation über etwas. Und ich hatte auch konkrete Vorbilder da, zum Beispiel den englischen Autor Jeff Dyer, Dyer, der Bücher über alles Mögliche schreibt, über den Film Stalker von Tarkovsky, über amerikanische Fotografie, über die Gedenkkultur an den Ersten Weltkrieg. Was hat er noch? Über irgendein Kreuz, also ein Navy, was weiß ich, so ein Militärschiff, auf dem er ist. Also immer sind es so Themen, die nichts miteinander zu tun haben, aber er erzählt sie immer extrem originell und durchtränkt von der eigenen Erfahrung. Man sieht immer ihn live das erleben und auch nicht verstehen und Dinge falsch beschreiben, erst hinterher merken. Das heißt, das ist nie die Recherche, wo am Ende jemand sagt, ich habe das verstanden für euch Schüler, sondern ich bin jetzt der jetzt ein bisschen weiter gewachsen ist zum Experten, sondern man sieht das Gegenteil, man sieht jemanden, der eher ringt mit etwas. Das macht er ganz, ganz, ganz stark in vielen Büchern, ganz extrem in seinem Buch über D.H. Lawrence, was gar kein Buch über D.H. Lawrence ist, weil er es einfach nicht schafft, es zu schreiben, aber trotzdem ist es ein Buch, wo man viel über D.H. Lawrence lernt, witzigerweise, ganz paradox. Und ja, das war so ein bisschen ein wenn es den gibt, dann denke ich mir, okay, man darf das, aber ich muss nicht unbedingt so weit gehen wie er. Ich darf die Freiheiten, die ich mir wahrscheinlich aus Feigheit selber nie eingestanden hätte, doch atmen zumindest beim Schreiben und sie nutzen, ja, wie verschiedene, was weiß ich, Tonarten oder sowas. Und das Buch hat sicher viele Tonarten, aber doch, glaube ich, habe ich nie, meine Intention war nie, dass man das Gefühl hat, ich würde etwas erfinden und vollkommen fingieren. Das mache ich in Erzählungen schon, da ist das ja normal und okay, wenn man sagt, ich habe ein Dokument gefunden und da steht was über den Herrn Graf so und so drin und so weiter. Das ist ja uralte, so, ja, zumindest in der deutschen Literatur schon seit Sturm und Drang auch, also seit Werther und also, ne, und in der Romantik ganz besonders dann. Das ist völlig normal und eine altertümliche Erzähltechnik. Aber ich würde sie mir, glaube ich, nicht erlauben in einem Buch, wo ich von was berichten möchte, das es wirklich gibt. Da wäre es ein bisschen riskant, obwohl es gibt auch Beispiele, wo das besonders gut funktioniert. Und ein solches Beispiel wären die Dokumentationen von Werner Herzog, der immer schon etwas berichtet und zeigt, was es wirklich gibt, wie die Chauvet-Höhle in Südfrankreich oder Vulkane oder was war da noch über die Todeszelle. Und dann hat er in jeder Dokumentation fast so mit so einem Erfüllzwang, dass er das jedes Mal machen muss, eine fiktive Sache drin oder manchmal mehrere, wo irgendwie etwas inszeniert wird oder kurz nochmal wiederholt wird und anders zusammengeschnitten. Oder auch in diesem Film Little Dieter Needs to Fly, das wirkt so wie so ein endloser Monolog von diesem Dieter Dengler, dem echten, das wurde dann später nochmal fiktiv verfilmt, aber er hat dem manchmal Sätze sagen lassen sogar, also sag doch mal so, also wie mit einem Schauspieler, ja, und obwohl es eine Dokumentation ist, also, und trotzdem transportiert das Fingierte oder irgendwie fiktiv gemachte, ein bisschen hingelogene, besonders gut dann. Der kann das, also dass er darüber so eine besonders eine tief treffende Wahrheit transportiert. Ich kann das nicht, aber es geht, es gibt es auch. Also es ist gut zu wissen, dass das geht, dass es so Orientierungspunkte oder so Leitsterne gibt beim Schreiben von Non-Fiction, aber ich habe sie jetzt nicht überbefolgt oder bin ihnen nicht jetzt besonders eifrig nachgefolgt, sondern das Buch ist relativ konventionell eigentlich, so von der Verteilung, von der üblichen Sachbuchgestalt. Es ist vielleicht ein bisschen origineller als ein wirklich ganz klares Sachbuch, das wollte ich zumindest so machen, sprunghafter ist es, es gibt mehr Bilder und so, aber es ist eigentlich nicht irgendwie fiktiv irgendwo. Die meisten Dinge gibt es und ich verstehe auch die
die Enttäuschung, wenn man es anders erwartet hat. Hinterher für mich erscheint es natürlich so, als hätte ich allein durch die Art, wie ich etwas erzähle, es auch fiktiv gemacht. Das ist ein Effekt, den man wahrscheinlich spürt, wenn man so viel Fiktion produziert hat, wie ich schon im Leben. Also ich schreibe schon seit, weiß nicht, 20 Jahren oder so und publiziere auch recht viel, habe schon viel publiziert, was auch nicht gut war, glaube ich, und nicht gesund, aber trotzdem so ist es nun passiert. Und da, selbst wenn man dann was sehr quellengetreu aufschreibt, merkt man immer irgendwie diesen komischen Erzählwind drin und dann hat man so, ich zumindest habe häufig das Gefühl, ach, eigentlich ist das jetzt schon wieder deine Fantasie, obwohl man total nah an der Quelle oder vielleicht die Quelle wirklich wörtlich zitiert und nur, also das sind so Paradoxe und eigenartige Feinheiten, die, gar nicht Feinheiten, aber seltsame Effekte, die da entstehen beim Schreiben, wenn man viel mit den Ritualen des fiktiven Erzählens vermählt, wenn man gut mit denen richtig vermählt ist, schon professionell und aus Leidenschaft. Ja. Das war eine sehr lange Antwort jetzt, aber ich hoffe, es war eine. Ich würde Sie gleich gerne fragen wollen, Herr Setz, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind, sich mit Plansprachen auf dem Wege der Literatur zu beschäftigen. Ich würde aber vorher gerne mal meine Kollegin Frau Lange fragen, die nun schon sehr lange sich aus einer linguistischen Perspektive mit Plansprachen beschäftigt. Wenn Frau Lange doch mal kurz schildern könnte, warum ist es für Sie als Linguistin interessant, sich mit sowas wie Esperanto, Klingonisch, Ladan, Volapük und so weiter zu beschäftigen? Ja, Herr Setz, ich muss sagen, ich verbinde da in meiner Eigenschaft als Linguistin und Science-Fiction-Fan das Angenehme mit dem Nützlichen. Das heißt, wenn ich dann eine Vorlesungsreihe mal gemacht, Linguistics in Outer Space, wo wir dann über Klingonisch, über die Sprachen bei Tolkien und andere, da gibt es ja mehrere, unter anderem auch Ladan, geredet haben. Und das war, also ich hatte dann immer einen Riesenspaß dran und konnte das, glaube ich, auch vermitteln. Für mich ist die Faszination gerade an diesen fiktionalen Sprachen, wie können wir denn mithilfe dieser Sprachen über unsere eigene Welt hinausdenken? Oder wie können Autoren, so wie Tolkien zum Beispiel, oder jetzt das große Beispiel, Erfolgsbeispiel, was Sie jetzt auch in Ihrem Buch erwähnt haben, das High Valyrian für Game of Thrones, also wie kann das benutzt werden, um eine bessere fiktionale Welt zu schaffen? Aber dann, wenn man das ernster sieht, weil High Valyrian ist ja im Prinzip ein Marketing-Gag, um einen etwas komplexeren Kosmos erstehen zu lassen, damit es wirklich eine glaubhaftere und erfolgreichere Serie wird. Aber wie kann man jetzt auch in Science-Fiction die Sprache so betrachten oder so von außen betrachten, dass es klar wird, ist es was typisch, was ist daran typisch menschlich oder was wäre dann jetzt da typisch Alien? Das finde ich spannend, also auch über die Science, also auch über das rein Linguistische hinaus. Also so gesehen hatte ich bisher eher den Schwerpunkt auf die fiktionalen Plansprachen und nicht so sehr auf Esperanto, da nähere ich mich jetzt gerade an und ich sehe ja an Ihrem Buch, dass Sie sehr, sehr begeistert sind von Esperanto. Ich glaube, ich kenne einen indischen Kollegen, Wissenschaftler, Probaldas Gupta, der schreibt seine Artikel entweder auf Bengali oder auf Englisch oder auf Esperanto. Also auch für Wissenschaft geht offensichtlich. Ja, geht das wirklich, Und ich, wenn ich Sie auch was fragen dürfte, also aus Ihrem Buch spricht ja die Begeisterung für das Esperanto, aber haben Sie eine Lieblingssprache? Ja, mein Buch hat begonnen mit der Verblüffung über die Tatsache, dass Literatur in Plansprachen existiert. Nun ist natürlich, sind Science-Fiction-Dialoge in Klingonisch und in Dothraki und High Valyrian und Elbisch oder sind darin auch Literatur, logischerweise. Es ist Literatur geschrieben in diesen Sprachen. Ich habe aber mich mehr gewundert oder begeistert für die Idee, dass jemand einen 500-seitigen Roman in Esperanto schon, glaube ich, acht Jahre oder was nach der Erfindung geschrieben hat. Das war einfach ein, wie geht das? Welche Gehirnereignisse können das überhaupt da irgendwie befördern, dass sowas passiert? Oder auch, dass so viel Poesie existiert in Volapük und in Esperanto. Das war mein erstes, ja, man sich wundern. Ja. Und meistens beginnt das bei mir mit, ich wundere mich über etwas, möchte wissen, warum. Meistens gibt es da gar keine Antwort drauf, aber es gibt eine Geschichte. Das ist das Schöne dabei. Und die
Sie sagen, Sie meinen, High Valyrian ist ein Marketing, ich meine, es war sozusagen als eine, ein Teil des World Buildings, ja, also dass man eine Vollständigkeit erzeugt. Es war keine Sprache, über die erzählt wird, dass sie etwas speziell kann. Es war nur in Game of Thrones, also eine Art Licht- und Schattendarstellung vielleicht. Also es gibt die eine Sprache, die zumindest für das indoeuropäische Ohr vielleicht, warum ist dann die Frage, warum? Aber sie soll hell, heldenhaft, edel oder so irgendwie klingen vielleicht, romantisch. Und dann gibt es Dothraki, was eher so ein bisschen einen klingonischen Anteil hat, also hart, kriegerisch, männlich, auch aber beginnend mit dem Englisch und romanische Sprachen oder so geschulten Ohr. Und der Erfinder dieser beiden Sprachen, der Entwickler, der ist der Peterson, glaube ich, und der hat ein Buch geschrieben, The Art of Language Invention, ein sehr großspuriges Buch, also er ist da wirklich der große Gott dieser Erfinder und so, aber er beschreibt da eben auch diese witzigen Effekte von, also woran man alles denken muss, und das sind auch unangenehme Dinge, die man dann machen muss, zum Beispiel totale Stereotype einfach verwenden, so richtig verrückt, so richtig überdrüber starke Klischees, ja. Auch richtig beleidigend, fast schon rassistisches, also so, wenn wir so, zum Beispiel jetzt, wenn ich einen indischen Akzent nachmachen würde, so richtig übertrieben, dann würde ich sagen, okay, bitte, das ist doch furchtbar blöd, und aber genauso ähnlich wird das manchmal gemacht, damit die Sprache einen klischeehaften Eindruck erzeugt bei möglichst vielen Zuschauern, und das ist interessant, weil man da auch so ein bisschen dann so, man kann nicht einfach nur sich mit seinem Conlanging, also Constructed Language, also Language Constructing Hobby hinsetzen und einfach so einen guten Job machen, sondern man muss auch dann so richtig seine Seele so ein bisschen wie mit Ruß schwärzen. Das fand ich sehr spannend, wie der das beschrieben hat, dass man da so teilweise so richtig so hässlich erfinden muss. Also das zeigt, dass die Spracherfindung in Science Fiction eine, gut, es passiert ja auch eher selten, also es ist jetzt nicht etwas, was jeder Science-Fiction-Roman macht, aber es ist etwas, was nicht wirklich klare, eine Kultur dahinter hat, sondern es ist noch jedes Mal ein ziemlich riskantes Experiment, das extrem übersteuern kann, extrem gut funktionieren kann, also das ist ein sehr radikales, großes, starkes, machtvolles Mittel, das oft auch mit den Leuten ein bisschen über den Kopf wächst. Also, und die Erfinderin von Ladan, Suzette Elgin oder Elgin, ist ja sehr unzufrieden mit wie ihre Sprache rezipiert wird. Also zumindest auf ihrem Blog schreibt sie, dass es also eine Frechheit, dass alle da irgendwie Klingonisch lernen, diese blöde männliche Sprache, und ihre ans weibliche Empfinden erinnernde Sprache wird ignoriert. So sieht sie das oder sah sie das zumindest. Und das ist auch interessant, dass es wirkt auf den ersten Blick, als wäre es Teil von Weltenbau, Worldbuilding. Also man macht einfach, man überlegt sich eine Währung, eine eigene Uniform von Menschen dort und wie die schauen, wie die sprechen, und alles wird gebaut, die ferne Welt wird gebaut, die fiktive Welt. Aber es ist nicht nur das. Es geht nicht nur darum, dass die Welt möglichst homogen zusammenhält und faszinierend ist als fiktives Ding, sondern sie hat eben diese ganz tiefen Verbindungsschläuche zu manchmal ja richtig, wie nennt man das, richtig unangenehmen Gedankenfeldern. Das fand ich sehr spannend, gerade bei Dothraki und High Valyrian. High Valyrian habe ich gelernt, habe den Duolingo-Kurs gemacht, aber es blieb natürlich nichts hängen. Leider ist es schon wieder 2 Jahre her. Aber es war eigentlich sehr leicht. Es war sehr leicht zu erlernen. Fast wie Esperanto. Ne? Das war ähnlich. Ich glaube, er hat sich auch sehr inspirieren lassen von Esperanto. Das ist auch interessant, weil man sieht nicht so oft total originelle, also oder originär, was ist denn das richtige Wort? So vollkommen ohne erahnbaren Vorgänger. So, also eine Sprache. Ladan ist ein bisschen so eine. Das ist wirklich, das gleicht nicht jetzt unmittelbar, also auf den ersten Blick erkennbar, einer Vorgängersprache. Und darum habe ich da auch so ein bisschen
mehr darüber erzählen wollen, weil ich finde es so eine originelle Sprache. Ich werde vielleicht auch was vorlesen, dann meine Lieblingsbeispiele von Ladern und auch über wie Wörter gebildet werden. Und also ich weiß nicht, das Publikum das schon kennt aus Vorlesungen, aber gut, meine Beispiele sind dann eh vielleicht noch nicht so bekannt, ja. Also wenn Sie bei mir in Linguistics in Outer Space waren, ich spreche das an, ja. Okay. Yeah. Ich bin auch alt genug, um die Romane gelesen zu haben. Ja, die Romane habe ich auch versucht. War nicht so ganz mein Geschmack, macht aber nichts. Ich finde die Sprache selber, einfach nur die Liste, ein Roman als Liste, also ein Listenroman über das Leben von marginalisierten Menschen. Also Frauen fallen da sicher hinein. Es funktioniert aber auch also generell mit unbedankter, marginalisierter Arbeit. Ich glaube, und das ist wirklich ein Meisterwerk, diese Liste an Neologismen und die Art, wie sie gebaut werden. Und die Romane selber, ja, ich weiß nicht, war nicht so ganz mein Geschmack. Ist aber eh schwierig bei mir, glaube ich. Science Fiction ist immer, hat es schwer, obwohl ich viel Science Fiction gelesen habe, aber ich bin sehr sehr streng aus irgendeinem Grund. Bin überhaupt ein sehr schulmeisterlicher Mensch, was Literatur angeht, aber nicht so sehr, was Sprachen angeht wahrscheinlich. Darum verliebe ich mich so schnell in Sprachen und lerne auch dauernd irgendeine Sprache. Und manchmal ist es ein Plan und manchmal eine, wie nennt man das eigentlich, naturgewachsene Sprache, kann man das sagen? Wie sagen Sie in der Linguistik? Natürliche Sprache. Ja. Natürliche Sprache, okay. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich glaube, Herr Simon Meyer-Fierwacker will gleich anfangen, aber weil Sie gerade sagten, eigentlich stehen Sie nicht so auf Science Fiction, aber Sie stehen auf Samuel Delaney. Das finde ich, den haben Sie ja sehr empfohlen in Ihrem Buch. Ja. Ja, es gibt immer viele, die mir doch gefallen, aber es hat es schwerer generell bei mir, glaube ich. Und Fantasy hat es noch schwerer, glaube ich. Ja, Samuel Delaney hat ein Buch, wo die Sprache, also da wird auch eine Sprache erfunden und er hat im Grunde eine Art, seine Kriegsparabel auf diese Sapir-Whorf-Theorie oder Hypothese gemacht, also dass das Denken in einer bestimmten Sprache wirklich anders, dass die Sprache, die Strukturen der Sprache bestimmte Gedanken fördern, verstärken, verändern. Und er hat es halt Science-Fiction-mäßig auf die Spitze getrieben. Und das heißt, eine Sprache wird erfunden in einem, zwei Völker sind intergalaktischer Krieg und eine Sprache wird entwickelt, dass jeder, der sie lernt, wird von ihr befallen wie ein Virus und kann dann sozusagen irgendwie ferngesteuert werden oder so. Und das finde ich eine lustige Idee. Es funktioniert auch ziemlich gut in dem Buch. Aber dann noch spannender fand ich bei ihm alles, was nicht Science-Fiction ist. Also es gibt so Journale, wo er über seine frühe Zeit schreibt, wo es seinen Selbstmordversuch gibt auch von ihm. Und er ist länger in einer Psychiatrie und er ist in einer tiefen Krise und beginnt eine Sprache zu erfinden. Ganz ernsthaft mit Vokabellisten und so. Und das fand ich viel interessanter als die Science-Fiction zur Sprache, also die linguistisch motivierte Science-Fiction von ihm. Generell sind seine Bücher immer dann interessant, wenn sie, ich finde sie dann interessant, wenn sie das konkrete, reale Leben abbilden und nicht so sehr das imaginierte Sternenvölkerleben. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich empfehle immer sein Buch Through the Valley of the Nest of Spiders, was ein bisschen so Near-Future Science-Fiction-Ideen hat, aber eigentlich eine Geschichte ist über das Leben zweier Männer miteinander. Liebesgeschichte über viele Jahrzehnte zwischen zwei Männern und das ist ein atemberaubendes Werk, was viele nicht lesen wollen, weil es sehr obszön ist, aber ich meine, es sind ja nur Wörter, man muss da auch nicht irgendwie Angst haben. Also ich kann das sehr empfehlen. Es ist, wer am Ende nicht vollkommen heulend am Boden liegt, hat ein sehr gepanzertes Herz.
Vielen Dank für den Tipp, das Buch kenne ich nicht. Dankeschön. Na, das ist wirklich ein großes Buch. Ja. Und das Buch mit der, über der, über die Geschichte, über diese Sprache, diese Fiktive, ist ein frühes von ihm, das heißt Babel 17, also Babel 17. In einer grauenhaften deutschen Übersetzung gibt es das auch im Bastei-Lübbe, oder wie das heißt, dieses der alten, fürchterlich. Und dann gibt es noch ein anderes cooles Meisterwerk von ihm, nämlich das heißt Dahlgren. Das ist so ein Möbius-Schleifenartiges, ganz komplexes Ulysses der Science-Fiction über drüber Meisterwerk, 1000 Seiten. Habe ich auch mal gelesen, ich meine, ist ein total irrer Trip, aber ja, Through the Valley of the Nest of Spiders eher. Das ist wirklich, das hat wirklich Herz und Saft und Würde ein. Also wirklich eine Geschichte über Würde. Also ich war ganz, ganz tief begeistert. Das ist eines der bedeutendsten Bücher, oder bedeutend, also eines der Bücher, die mich am meisten einfach verändert haben, glaube ich. Ja. So. Ja, ich habe hier noch ganz, ganz viele Fragen auf meiner Liste, aber ich möchte das jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen. Ich glaube, das Publikum dürstet schon sehr danach, endlich was von Ihnen allein zu hören, Herr Setz. Drum würde ich jetzt mich ausschalten, also die Kamera ausschalten, und Frau Lange macht das auch, denke ich, und Sie haben dann das Wort für das Publikum vorab schon mal. Herr Setz wird jetzt so eine Mischung aus, so haben wir das vereinbart, eine Mischung aus Erzählen und einzelne Passagen lesen, und wir werden dann im Anschluss daran die Diskussion gerne öffnen, auch für das Publikum. Und Herr Setz hat sich bereit erklärt, Fragen sowohl mündlich als auch aus dem Chat entgegenzunehmen. Also maximal flexibel dafür vorab schon mal besten Dank. Und Herr Setz, Sie haben das Wort. Okay, vielen Dank. Ich glaube, ich werde ein bisschen über diese Sprache ladern und dann über meine Lieblingsgeschichte aus dem Buch, über die Sprache Talossa reden, was beides so Science-Fiction- oder Rollenspielsprachen sind. Das sind so kurze, leicht fassbare Einheiten. Es gibt dann sehr, sehr lange Geschichten über die wirklich faszinierenden Bliss-Symbolics von Charles Bliss und über Esperanto und über einen Esperanto-Dichter. Aber das sind ein bisschen zu lang, die sind zu lang, dass man sie nur so in 10 Minuten oder so Viertelstunden da jetzt erzählt. Okay, ich erzähle zuerst was über Ladan und lese ein bisschen was vor, oder kann es auch erzählen. Es gibt eben so ein Science-Fiction-Großprojekt von Suzette Hayden Elgin, und sie war der Meinung, dass die meisten Sprachen so auf der Erde oder vor allem das Englische nicht sehr gut sind in der Abbildung oder auch in der Förderung von weiblichem Erleben. Wie alle diese universell gemachten Aussagen, ist sie natürlich sehr angreifbar, schon auf den ersten Blick. Was ist weibliches Überleben überhaupt? Man kann da jedes Wort gleich so angreifen, aber wie es mit vielen genialen Schöpfungen sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie gelingt, indem die Erfinderin einfach an viele Dinge nicht dachte. Das ist sehr ist wichtig, glaube ich. Also, dass sich einfach mal von der Angreifbarkeit so einer Idee verabschieden. Auf den ersten Blick wirkt es sehr, also wenn man das mal aufmacht, so, wenn man zum ersten Mal was lernen will über diese fiktive Sprache Lada, sieht man zum Beispiel eine Liste von Suffixen, mit denen man Wahrnehmungsweisen kennzeichnen kann. Das heißt, wie man etwas sagt. Sage ich etwas konzentriert, sage ich etwas mit voller Überzeugung oder sage ich etwas verwirrt. Und aber die Wahrnehmungs- oder die Seinsweisen, die angeblich laut Suzette Elgin im Leben einer Frau bisher unterrepräsentiert werden in der Sprache oder in der Grammatik der Sprache sind, ich lese es auf Englisch vor, Ecstasy, deliberately shut off to all feeling, in a sort of shock, linked empathically with others, in meditation, in hypnotic trance, in bewilderment, astonishment, also positive und dasselbe nochmal negativ. Und das klingt auf den ersten, also es klingt wirklich seltsam, dass man sich denkt, nur so Hypnose, Meditation, Ekstase,
lauter Dinge, die von Rationalität weg sind. Nun, das ist ein bisschen zu sehr Klischee, könnte man denken. Frauen sind das Irrationale, Männer, also das kann doch nicht funktionieren. Das war auch meine erste, so die, in den ersten 5 Minuten, mein Stirnrunzeln über diese Idee. Und dann dachte ich, na gut, das ist vielleicht, meine Güte, zu behaupten, dass Frauen irrational wären, ja, das muss ich nicht anschauen. Aber das ist nicht so. Das ist, also vielleicht ist nur die Webseite zeigt das einfach ein bisschen unglücklich so an. Es stellt sich heraus, dass das eine sehr, sehr reiche Sprache ist mit viel, viel Poesie. Und zwar auf der Ebene der Neologismen und auf der Ebene der Wortbildung. Und das lese ich jetzt ein bisschen vor. Da. Der Bereich, in dem Laadan unübertrefflich brillant ist, ist der der Neologismen. Diese stellen für mich eine der übernehmenswertesten Eigenschaften dieser Sprache dar. Im Grunde sind sie, würde man sie als Liste publizieren, ein großer, luzider Roman über das Leben, vor allem jenes von Frauen zu allen Zeiten. Hier einige der zahlreichen Beispiele. Ich hoffe, ich spreche diese Wörter richtig aus. Lobithe Laad. Schmerz, Trauer, Überraschung, Freude oder Wut eines anderen so spüren, als geschehe es direkt. Radidin, Unfeiertag, eine Zeit, die angeblich ein Feiertag ist, aber in Wahrheit aufgrund der vielen Arbeit und Vorbereitung eine Last darstellt, so sehr, dass man sich davor fürchtet, besonders dann, wenn zu viele Gäste da sind und keiner von ihnen mithilft. Rathu, Ungast, jemand, der auf Besuch kommt, im vollen Bewusstsein dessen, dass er sich aufdrängt und Schwierigkeiten verursacht. Wonewith, dyslexisch in sozialer Hinsicht, unfähig, die sozialen Signale der anderen zu verstehen. Gut, da gibt es auch deutsche Wörter, die aber nicht ganz so neutral sind wie dieses Wonewith. Man sagt vielleicht heute so neurodivergent, ist nicht deutsch, aber man sagt es manchmal Asperger, Autist und so weiter. Hat man auf mich schon viel angewendet, vielleicht zu Recht, weiß ich nicht. Widerjat oder Widersat. Hochschwanger sein und es allmählich wirklich satt haben, sich nach dem Ende der Schwangerschaft sehnen. Radom, Unpolster, jemand, der sich um dein Vertrauen bemüht, aber keinerlei Intention hat, dieses auch zu verdienen. Ein Lean on me so I can step aside and let you fall, Mensch. Lometha, ein Lied, das einer Frau seit ihrer Geburt gehört. Das finde ich da, ist interessant, es geht weg von dem so Stand-up-Comedy-haften Beobachten, wie das Leben einer von Frauen ist, also dass man zum Beispiel an Feiertagen immer arbeitet oder dass man so, man ruft die Kinder zum Essen, weil natürlich musste man das selber machen und dann man ruft und niemand kommt und so. Das ist eine Ebene der Beobachtung und da wird es jetzt ein bisschen rätselhafter, vielleicht auch surrealer, aber auch auf eine ganz interessante Weise mit seiner Einsicht in wie Dinge sein sollten. Nämlich, warum nicht, dass ein Lied einem von Anfang des Lebens gehört? Warum hat man nur einen Namen und nicht ein Lied auch noch? Das ist so ein Update im Denken, was mir einfach sehr, was eine wunderbare Anmut hat in dieser Sprache, finde ich. So, das nächste. Rami Mel, nicht nachfragen, aber mit böser Absicht. Vor allem, wenn klar ist, dass der andere sich nach mitfühlender Nachfrage sehnt. Und da ein sehr schönes Wort, auch vom Wortklang. Halle Hadi Hahal, andauernd von allen Seiten unterbrochene Arbeit. Das nächste auch sehr spannend. Bala ist sinnvolle, alles andere als zwecklose Wut auf jemand Bestimmten und mit gutem Grund. Und Bina ist sinnvolle, alles andere als zwecklose Wut auf niemand Bestimmten und ohne Grund. Das ist interessant, da wird die ohne Grund geschehende Wut oder sich die ohne Grund bildende Wut als auf keinen Fall zwecklos beschrieben. Das ist sicher etwas, was wahrscheinlich, ich will auch nicht da in Stereotype wegkippen, aber das ist sicher etwas, was Frauen viel erleben, glaube ich. Das ist jetzt grundlos wütend. Das ist so ein Klischee, was sicher existiert. Hier ein ganz kurzes Wort. Ab. Liebe für jemanden, der gemocht, aber nicht respektiert wird. Das sind drei Empfindungen. Liebe,
Mögen und Respekt. Und die sind aber in einem sehr unauflöslichen Spannungsverhältnis. Und es ist interessant, dass es ein so grundwortschatzhaft kurzes Wort ist. Also ab. Es ist so schnell und ökonomisch, wie sagt man, so schnell und bequem, das zu sagen. Ab. Und ich glaube, sie macht das absichtlich, dass sie so komplexe Dinge dann so ganz kurz kodiert, also dass man die sehr effizient und schnell und auch einbauen kann und dann was Ultrakomplexes bauen kann. Noch ein Wort. Ha-wi-the-the. Wörtlich übersetzt Kind sauber, nämlich das Maß an Sauberkeit, das ein Kind für sein eigenes Zimmer als sauber definiert hat. Das ist auch wieder diese bisschen eine Ebene von sozialer Beobachtung. Vom Alltagsbeobachtung. Und da Doledosch, Schmerz oder Verlust, der erleichternd wirkt, wenn er eintritt, da er die quälende Wartezeit beendet. Als früher sehr starker Hypochonder kenne ich das, also dass man immer froh ist, wenn man dann wirklich krank ist oder wirklich Schmerz hat, weil man diese elende Wartezeit endlich beendet sieht. Viele Ladan-Wörter sind auch einfach perfekt. Sie haben so eine perfekte, runde, gedichtartig perfekte, ja, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, Anmut, sagen wir so. Zum Beispiel Odithamala, sehr tonale Sprache mit oben, unten. Etwas oder jemanden mit der Zunge streicheln. Also Odithamala. Und Ol ist der Mond. Und davon abgeleitet ist Ole Will, das Menstruationsblut, in der englischen Übersetzung Moon River, Mondfluss. Und die Motte heißt Olo. Und zwar ist die in der Mitte gespiegelt, das L. Und du hast auf der linken Seite Mond und auf der rechten Seite dasselbe Wort für Mond, nur in den Tönen um die Innenachse gespiegelt. Also so wunderbare, ist wirklich ein kleines Origami-Kunstwerk, dieses Wort. Ja. Und Danke heißt Ala und Schmetterling heißt Ala, also dass man da wieder nach oben geht. Das heißt, im Schmetterling ist auch irgendwie der Dank hineinprogrammiert. Besonders cool fand ich auch, ich meine, da muss man auch mal, das muss man sich trauen, das Wort Yo. J-Y-O, Yo, heißt Raumschiff. Man hätte mich 100 Jahre einsperren können. Ich wäre nie auf das Wort Yo für Raumschiff gekommen. Aber jetzt, wo ich es da lese, finde ich es perfekt. Ja. Und dann gibt es auch ein Evidenzmorphem. Das ist angenehm, ich muss das hier wahrscheinlich nicht erklären, was ein Evidenzmorphem ist. Für in einem Traum gelernt oder erfahren. Es gibt so eine berühmte, auf Twitter sehr oft reproduziert, so ein Screenshot aus irgendeiner gelehrten Abhandlung, wo so eine Fußnote steht und der Autor hat da geschrieben, this was revealed to me in a dream. Ich weiß nicht, was das ist, es klingt so ein bisschen vielleicht nach Thomas de Quincey oder ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber das ist das schön, dass es hier erlaubt ist, einfach als, man hängt es an das Wort oder tut es vorne hinein und dann ist es klar, dass die Person etwas erzählt, dessen Wahrheit im Traum sich mitgeteilt hat. Ich meine, es sind viele Wörter auch Brechungen von Stereotypen. Zum Beispiel das Wort Ajadin ist auf Englisch sehr schön to menopause uneventfully. Also das Klischee ist, dass die Menopause eine fürchterliche Umstellung ist und dass man so viele Probleme hat und hier aber uneventful. Also das finde ich auch sehr, ja, ist einfach erfrischend, dass solche Dinge existieren. Und dann gibt es Wörter wie Doroledim und da ist die im Wörterbuch gegebene Definition sehr lang, ist eine kleine Kurzgeschichte, die geht so. Stell dir eine durchschnittliche Frau vor, sie hat keine Kontrolle über ihr Leben. Sie verfügt über wenige oder über gar keine Ressourcen, um sich selbst etwas Gutes zu tun, selbst dann nicht, wenn es notwendig wäre. Sie hat eine Familie und Tiere und Freunde und Kollegen, die von ihr auf vielfältige Weise abhängig sind.
Nur selten kommt sie zu ausreichend Schlaf oder Ruhe. Sie hat keine Zeit für sich selbst, keinen eigenen Ort, wenig oder überhaupt kein Geld, um sich Dinge zu kaufen. Sie kommt nicht einmal dazu, über ihre eigenen emotionalen Bedürfnisse nachzudenken. Sie existiert auf Abruf. Sie hat Pflichten und Verantwortung, die sie nicht ablegen kann oder will. Für diese Frau gibt es nur eine Sache, in der sie sich selbst gehen lassen kann: Essen. Und wenn sich diese Frau überfrisst, ist das Verb für diese Handlung Doroledim. Und ja, sie fühlt sich schuldig, denn es gibt Frauen, deren Kinder verhungern und die nicht einmal über diese letzte Option verfügen. Das können wir natürlich alle nachvollziehen, aber ein eigenes Wort dafür, eben nicht überfressen oder zu viel essen, das macht sie eben nicht. Ne? Das ist eine spezielle Herleitung dieses Vorgangs. Und das in einem Wort. Das Deutsche kann das auch. Also es gibt auch solche Kurzgeschichtenwörter. Ein Beispiel, ein Lehnwort aus dem Englischen, mansplaining, ja, etwas mansplaining, das kennt ja jeder. Da hat man auch vielleicht am Anfang ein bisschen nachhelfen müssen durch Erklärung, was das jetzt bedeutet. Bestimmte Situation, wo Mann und Frau und so weiter bestimmte Rollen einnehmen, klischeehafte oder was auch immer. Und ja, da ist es in einem eingefangen. Sehr lustig übrigens das Wort LOL, L-O-L, was in vielen Plansprachen lustigerweise vorkommt, auch in alten, vor Social Media. Auch in Ladan existiert das Wort LOL und es bedeutet ein Gefühl von Community, Zusammengehörigkeit, Sisterhood, Kameradschaft, Zugehörigkeit, Zusammenhalt. Eine Gruppe von Leuten, die sich mit der Intention versammelt, diese innere Zusammengehörigkeit zu erzeugen, zu unterscheiden, also Strichpunkt, zu unterscheiden von einer Stadt oder einer allgemeinen Ansammlung von Menschen. Denn LOL impliziert die ausdrückliche Intention des Zusammentreffens, die Kohäsivität der Gruppe zu erzeugen. Und ich habe dann ein Wort gebildet in Ladan, nämlich Lolomesa. Ein Lied über den inneren Zusammenhalt, über Sisterhood, das einer Frau schon von Geburt an zugehörig ist. Das heißt, man kann eigentlich wunderbares Begriffs-Minecraft spielen mit diesem Ladan und ich würde es wirklich allen empfehlen, die mal diesen Spaß genießen wollen. Wie gesagt, die Romane sind wahrscheinlich auch gut. Sie waren jetzt nicht so etwas, was ich empfehlen würde, so, aber vielleicht ist der Eindruck der Sprache ohne die Romane, ohne die fiktive Geschichte drumherum immer unvollständig. Das heißt, ich würde auch wer sich da wirklich hineinstürzen mag, auch empfehlen natürlich, die Romane zu lesen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier vortragen soll. Das Lustige ist, jetzt sind alle sind stumm und ich bin der einzige Sprechende. Das ist ein witziger Zustand. Sie sind da. Ja, okay. Ja, dann erzähle ich noch über die Talossa-Sprache. Das ist meine Lieblingsgeschichte drin, weil sie so wahnsinnig traurig ist. Also die ist wirklich entsetzlich und die geht so. Es ist 1979, ein 14-jähriger Junge in Milwaukee. Traurig, hat wenig Freunde, jeder Tag entsetzlich. Seine Mutter ist vor kurzem gestorben und er leidet sehr darunter. Und er fühlt sich vollkommen fremd einfach. Er hat eine Fantasie im Kopf, die ihn oft amüsiert, nämlich sein eigenes Königreich, wo er der König ist und sein Vater, glaube ich, ist der Vizekönig und das ist so eine kleine rettende Fantasie und er denkt ganz viel über das nach und er heißt Robert Ben Madison und er nennt sein Königreich Talossa, was auf Finnisch so viel wie im Inneren des Hauses bedeutet. Und nach bildet sich so ein kleiner Freundeskreis, die mit ihm Talossa spielen. Ist eine Fantasy-Rollenspiel über eine konstitutionelle Monarchie. Also vor allem so Wahl zum König wird immer durch und ein Erlass und die Bauern sollen dieses. Also so, man spielt so ein märchenhaftes Königreich nach. Und Robert Ben Madison ist der König. Er erfindet auch, was schon das Ungewöhnliche ist jetzt an der Geschichte, eine ganze Sprache dafür. Und sie ist eine der größten Plansprachen überhaupt.
Sie enthält sogar sehr viele irreguläre Verben, was auch ungewöhnlich ist für Plansprachen, wenn die häufig auf diesen Aspekt verzichten. Nicht alle natürlich, aber viele sind daran interessiert, dass man das leicht und schnell erlernen kann. Zum Beispiel Esperanto, eine Regel und du kannst jedes Verb, egal wie und so weiter. Da ist es etwas schwieriger und er hat auch ein gigantisches Vokabular. Also ich glaube, es ist das zweitgrößte, was so öffentlich zugänglich ist. Es gibt natürlich dann, ist die Frage, wie man das misst, aber angeblich, zumindest wird behauptet, dass das das zweitgrößte so Plansprachenvokabular hat. Dann passierte etwas Verhängnisvolles, Fürchterliches. Nämlich 1996, da war die Community schon schön angewachsen, es gab viele Begeisterte. Und er hat angefangen, so kleine so Rundschreiben zu versenden und kam dann auf die Idee, das auch im Internet zu machen. Und eine Website mit Talossa, die Sprache des Königreichs Talossa und auch die Möglichkeit einer Mitgliedschaft, eines Online-Bürgertums. Und da meldeten sich hunderte Menschen, nach und nach immer mehr. Und sie wollten alle gern Bürger dieses Childhood Bedroom Dream werden, wie er das auch selber später genannt hat. Es waren fast nur Männer, glaube ich. Es sind so Leute, die halt nachts vorm Computer gern sitzen und irgendwas reintippen. Es waren so, die hatten schon tagsüber Jobs, Programmierer meistens und irgendwas, aber oder eine waren so Geschichtsstudenten, die halt das so ein bisschen sowas, so eine Art, wie nennt man das, Live-Experiment, worüber sie gerade lernen, durchspielen wollten. Und mit jedem Jahr wurden diese Online-Bürger zahlreicher, organisierter und, das ist das Eigenartige, Talossa-treuer, patriotischer. Und sie wurden auch misstrauischer, nämlich misstrauisch der ursprünglichen Community gegenüber. Diesen komischen Leuten in Milwaukee, um diesen Robert Ben Madison. Wer sind die überhaupt? Gibt es die wirklich? Ich meine, Talossa existiert doch hauptsächlich online. Also ich meine, wer sind diese Leute, die sich da angeblich in einem Park treffen, einmal im Jahr? Die sind doch erfunden. Die sind doch nur so eine Erfindung, damit wir nicht zu mächtig werden. Und wurden immer misstrauischer und auch immer übergriffiger. Und schließlich kam es dazu, dass einer dieser Online-Bürger des Königreichs Talossa, John Woolley, mehr und mehr die Macht an sich gerissen hat. Er hat dann auch Robert Ben Madison tatsächlich, ist ein bisschen kompliziert, ich vereinfache das sehr, ich habe dieses wiki.talossa.com, da war ich monatelang da versunken da drin. Also es ist unglaublich, das zu lesen. Aber er hat ihn so ein bisschen so vom Thron verdrängt, mit so vereinten Kräften wurde das gemacht und dann hat er ihn aus der Geschichte gestrichen auch. Und John Woolley, der ist Programmierer, glaube ich, ja, der ist jetzt der offizielle König von Talossa. Und seither lautet sein Name John, by the grace of God, King of Talossa and of all its realms and regions, King of Sesambre, Sovereign Lord and Protector of Bengal Pets and the New Falklands, Defender of the Faith, Leader of the Armed Forces, Viceroy of Hoxha and Vicar of Atatürk. Keine Ahnung. Er hat 5 Kinder und von seinen beiden Hunden ist einer der offizielle Nationalhund des Königreichs Talossa. Und Robert Ben Madison, der aus seinem eigenen Spiel verdrängte, erhielt Morddrohungen und sein Computer wurde gehackt und seiner Familie wurde Angst eingejagt. Und er lebt da in seinem eigenartigen Exil. Man darf nicht vergessen, das ist alles nur ein Rollenspiel. Sie wären alle diese Leute frei, aber allein durch eine geteilte Fantasie sind sie alle gefesselt in merkwürdiger, in seinem Milgram-Experiment, in seinen seltsamen Miteinander Verschränktheit, wo sie einander quälen. Und
Natürlich gibt es so Artikel über Robert Ben Madison heute. Wie geht es ihm heute? Es gibt einen Weiß-Artikel aus dem Jahr 2016 über die talossischen Erbfolgekriege. Und da wird Robert Ben Madison zitiert in seinem innigen Wunsch, wieder zur heutigen Inkarnation der talossischen Nation zu gehören. Er lebt immer noch in Milwaukee als Blumenhändler und möchte unbedingt, egal was es kostet, wieder in sein Kindheitsschlafzimmertraum, auf den alten Heimatplaneten zurück. Und es gibt ein YouTube-Video, was zum Hundemelken traurig ist. Ich weiß nicht, ist mir jetzt gerade so eingefallen. Es ist wahnsinnig traurig zum Anschauen, weil er steht da. Neben ihm zwei Blumentöpfe und er liest irgendwas vor auf Talossa und danach hält er auf Englisch eine Ansprache an das Volk als verdrängter König im Exil. Und er ist noch voller Kampfgeist, er möchte es noch irgendwie zurückerobern und sieht aber doch zugleich irgendwie abgekämpft und müde aus. Und schließlich gibt es ein neueres Dokument von ihm, nämlich von Juni 2019, kurz bevor ich das Buch abgegeben habe, habe ich das noch entdeckt. Da gab es ein Mail, also das wird immer öffentlich sichtbar. Es gibt ein offizielles Gesuch, wieder Mitglied der talossischen Nation zu werden. Und er sagt, dass daraus verstoßen werden, dass für ihn schlimmer war als der Tod eines Familienmitglieds. Das ist das Schlimmste, was ihm je passiert ist. Solche Worte verwendet man wahrscheinlich nicht leichtfertig. Es ist von außen betrachtet sehr albern, was da geschehen ist. Es ist unernst und fiktiv. Aber der Schmerz, den diese Menschen einander zugefügt haben, ist echt. Der Schmerz ist real. Das ist das Merkwürdige an diesen Geschichten. Sie wären frei, aber sie sind es nicht. Und das ist genauso mit uns auch. Und hier ist diese Mail, die finde ich sehr rührend und schön und würdevoll auch. Robert Ben Madison schreibt, als der Erfinder und Begründer Talossas möchte ich wieder zu Talossa gehören. Einfach aufgrund der Freude der Zugehörigkeit. Ich habe einige Ideen für die Revitalisierung der Provinzpolitik, aber um ehrlich zu sein, werde ich kein besonders aktiver Bürger sein. Ich brauchte lange, um zu begreifen, dass nach der Entscheidung Talossas im Jahr 1996 auch Online-Bürger zuzulassen, das Ergebnis, euer Aufstieg, mein Niedergang, unausweichlich war. Keine talossische Regierung könnte jemals die Besitzer privater Webseiten, Server und Domainnamen lenken. Ich war es, der das System zerstörte. Und wenn ich mir heute eure Webseiten ansehe, überkommt mich ein tiefes Gefühl von Stolz und Glück angesichts der Tatsache, wie gut ihr diesen Ort verwaltet habt. Und ich staune darüber, wie wenig er sich verändert. Als wären Teile des Talossa, in dem ich aufgewachsen bin, in Bernstein konserviert worden. Er bietet dann auch noch an, König John die Krone, die nie überreicht wurde, doch endlich zu überreichen. Und zwar in Vaux de Palace. Was ist das? Das ist das Kindheitsschlafzimmer von ihm. Das ist so absurd. Und er schlägt das ernsthaft vor. Wir könnten uns dort treffen und sagen, ich bin mit den neuen Besitzern in Kontakt. Was eigentlich so leicht creepy ist. Also die Leute, die neuen, da wohnen ja neue Menschen drin in dem Haus, wo er als Kind wohnte irgendwo. Und dann sagt er, kann ich in das Schlafzimmer von euch kommen? Oder von eurem Kind? Und dann muss ein Staatsakt geschehen. Also es ist eine seltsame Vermischung zwischen augenzwinkernd und echter Tragik. Und diese Vermischung ist besonders klar und eine besondere Geißel der Menschheit im 21. Jahrhundert, seit es
das Internet gibt. Ich glaube, da ist etwas passiert, dass die Parodie und also die, oder die Farce und die Tragödie wirklich eines sind und nicht, wie klassisch Marx gesagt hat, in dieses berühmte Wort, die Geschichte wiederholt sich zuerst als Tragödie, dann als Farce. Man kann das auch umgekehrt, Baudrillard hat es dann also gesagt, die Geschichte, ich kann das nicht genau, ich glaube, die Geschichte wiederholt sich zuerst als wenn die Tragik sich wiederholt, ergibt es Geschichte, wenn die Farce sich wiederholt, ergibt es Tragik oder irgendwie so. Viele Leute haben so eine Arithmetik mit diesen drei sehr attraktiven Begriffen für die Beschreibung von geschichtlichen Vorgängen gemacht. Aber ich glaube, was man sehr ohne großes Risiko feststellen kann, ist, dass Farce und Tragödie exakt dasselbe sind heutzutage. Man sieht das auch wahrscheinlich sehr gut an den Diskussionen um das beherrschendste Thema unserer Zeit, die Covid-Bekämpfung, Impfung und so weiter. Da ist sehr viel grelle Farce und echte Tragik, also echte Menschen, die sterben, echte, und das ist sehr eng vermengt und ist fast nicht auszuhalten. Man fühlt sich besudelt ständig davon. Ich meine jetzt in der Berichterstattung, nicht in den realen Vorgängen. So, ja, das wäre jetzt so zwei kleine Ausschnitte aus meinem Buch. Ich sehe, es ist 19 Uhr, das hat also perfekt gepasst von der Länge her. Ich bin immer sehr vorsichtig, was so Vorlesen und Vortragen angeht auf Zoom, weil ich gemerkt habe, dass da das sehr anstrengend sein kann, wenn jemand zu lang vorliest. Ich hoffe, es war irgendwie, hoffe, man konnte dem Ganzen folgen und ich freue mich, wenn es Fragen gibt. Man hat mir gesagt, es gibt Fragen, entweder man kann sich laut stellen oder man kann sie in den